Nach dem coronabedingten Einbruch des Bruttoinlandsprodukts konnte die Mongolei bereits 2021 ein geringes Wirtschaftswachstum erreichen. Seitdem geht es steil nach oben, zuletzt 7% im Jahr 2023, trotz des Ukraine-Krieges. Auch für die kommenden Jahre sagt die Asian Development Bank ein Wachstum deutlich über 5% voraus. Worauf basiert dieses starke Wirtschaftswachstum? Wie nachhaltig ist es? Wie profitieren die Menschen in der Mongolei davon? Und nicht zuletzt, welchen Einfluss hat es auf die deutsch-mongolischen Wirtschaftsbeziehungen? Darüber sprechen wir heute mit der Leiterin eines wirtschaftsnahen Thinktanks und Deutschland-Absolventin Lakshmi Bodjo. Zusätzlich thematisieren wir den Stellenwert von Wirtschaftspolitik in der innenpolitischen Auseinandersetzung vor den Parlamentswahlen am 28. Juni 2024. Liebe Lakshmi, wie kommt dieses immense Wirtschaftswachstum zustande, dieses beeindruckende Wirtschaftswachstum, und welche Faktoren treiben es voran? Das Wirtschaftswachstum der Mongolei ist abhängig von den Exporten nach China, von Rohstoffexporten. In den letzten Jahren, wenn man das so sieht, ist es so, dass man circa 5 Rohstoffe, die wir immer nach China exportiert haben, dazu beigetragen haben zu diesem Wachstum, wenn man das so sagen kann, was natürlich nicht nachhaltig ist, aber generell Wachstum, wenn man das so sagen kann. Diese 5 Rohstoffe sind zum Beispiel Kohle, Eisenerze, Gold, was wir halt exportieren, und je nachdem, wie die Weltmarktpreise sind, abwechselnd werden diese exportiert. Ist der Anteil größer. In den letzten Jahren war es so, dass Kohleexporte den größten Teil dazu beigetragen haben. Der Export des Hauptgutes der Mongolei, der Kokskohle, erzielte 2023 einen Rekordhoch. Die Exportzahlen verdoppelten sich im Vergleich zu 2022, von 31,7 auf 69,6 Millionen Tonnen. Von den insgesamt über 90% der nach China gehenden Exporte machte die Kohle allein fast 70% aus. Die Mehreinnahmen sind der mongolischen Regierung kurz vor der Wahl mehr als willkommen. Der Haushaltsüberschuss führt direkt zu einer Erhöhung von Transferzahlungen und Gehältern im öffentlichen Dienst und bei den staatlichen Unternehmen. Leider wurden diese Einnahmen, Mitte des Jahres war schon klar, dass die Exporte von Kohle sehr hoch sein werden. Und dadurch war es auch so, dass diese Einnahmen, die dadurch erzielt wurden, wurden ja gleich durch Erhöhung von Mindestlöhnen, von Erhöhung von Renten und Sozialversicherung, wurden schon diese Mehreinnahmen, wenn man das so sagen kann, schon verbraucht oder verplant. Und das ist meines Erachtens nach auch eine sehr nicht nachhaltige Planung, die hier in der Mongolei vorhanden ist, weil wir immer sehr kurzfristig planen. Das heißt, kurzfristig erzielte Gewinne werden gleich für verschiedene soziale Programme ausgegeben. In den vergangenen Jahren hat der Reichtum an natürlichen Ressourcen in der Mongolei zu einem spürbaren Anstieg des allgemeinen Wohlstands geführt. Dennoch leben über 30% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Die zunehmende soziale Kluft, begleitet von hoher Inflation und wachsender Korruption, untergräbt das Vertrauen der Bürger in zentrale politische Institutionen wie politische Parteien, das Parlament und die Regierung. Die expansive Finanzpolitik der mongolischen Regierungspartei und die massive Ausweitung der Transferzahlungen scheinen keine Abhilfe zu schaffen. Du hast ja jetzt schon ausgeführt zu dem, was die Regierung macht oder nicht macht. Aber die soziale Ungleichheit ist ja ein Problem, was stets zunimmt in der vergangenen Zeit oder in den vergangenen Jahren. Wie wird das denn in der Bevölkerung bewertet und was kann dagegen unternommen werden? Ich denke, die soziale Ungleichheit, die jetzt in den letzten Jahren immer größer wird und immer stärker zunimmt, hängt einerseits auch mit der, ich denke, darauf wirken 2 Faktoren ein. Einerseits A, dass wir halt lokal hier, die mongolischen Unternehmen, sehr wenig produzieren, die lokalen Produkte, meistens importiert wird, die meisten Produkte. B, ich denke, dass auch der Zustrom aus den ländlichen Gebieten auch einen sehr großen Einfluss darauf hat, weil die ländliche Entwicklung insbesondere in den Provinzen fast nicht stattfindet und viele Leute auf die Hoffnung auf ein besseres Leben, um ihren Lebensstandard zu verbessern, um ihren Kindern auch mehr Möglichkeiten zu geben,
dass sie von den ländlichen Gebieten in die Stadt umsiedeln und was zu einer sehr hohen sozialen Ungleichheit beiträgt. Um diese Ungleichheit zu bekämpfen, denke ich, ist es sehr wichtig natürlich, dass man halt viele, wie soll ich sagen, auch einen großen Teil für die ländliche Entwicklung beiträgt, weil in den letzten Jahren auch in den ländlichen Gebieten fast, wenn ich das so sagen kann, menschenlose Situationen, das wir auch so sehen können, weil in manchen Provinzen nicht so viel Bevölkerung mehr da ist und der größte Arbeitgeber der Staat ist und nicht die Privatwirtschaft, dass dort keine neuen Arbeitsplätze entstehen, keine neuen Perspektiven mehr da sind und auch für die Bildung, für die Kinder in den ländlichen Gebieten auch sehr beschränktes Angebot vorhanden ist. Da muss sehr viel geschehen, denke ich, einerseits. B, es muss auch sehr viel auf die Diversifizierung der Wirtschaft gesetzt werden. Das heißt, dass in den ländlichen Gebieten auch sehr viel Unternehmen unterstützt werden. Auch zum Teil hoffe ich, dass man auch diese subventioniert, um dort neue Arbeitsplätze entstehen zu lassen, dass die Leute dort auch, die in den ländlichen Gebieten leben, auch einen festen Arbeitsplatz bekommen können. Das nicht von den politischen Wahlen abhängig ist und wie man so schön sagen kann, 4-Jahres-Arbeitsplätze, sondern auch langfristige Arbeitsplätze, dass dort auch das Gesundheitswesen umändert wird. Also wie du siehst, muss auch sehr, sehr viel noch gemacht werden. Im Juni dieses Jahres finden in der Mongolei Parlamentswahlen statt. Die Wahlprogramme der politischen Parteien thematisieren die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen und benennen eine Reihe von Lösungen, je nach ideologischer Ausrichtung der Partei. Die bisherigen Erfahrungen mit der Umsetzung von Wahlversprechen stimmen die Bevölkerung skeptisch, wenn es um die Pläne politischer Parteien zur Bekämpfung von Korruption und Bürokratie, der Förderung von verarbeitenden Industrie oder die Bewältigung des Fachkräftemangels geht. Trotz der positiven finanziellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Mongolei scheint diese hinter den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger zu bleiben. Jetzt im Vorfeld des Wahlkampfes, welchen Stellenwert nehmen wirtschaftliche Themen bei den Parteien und in ihren Wahlprogrammen ein? Wie würdest du dann die Wahlprogramme oder die jeweiligen Positionen der Parteien aus dieser Hinsicht bewerten? In den letzten Jahren, wie wir halt auch sehen, ist es ja auch so, dass sehr viel staatlicher Einfluss immer noch in das Wirtschaftsleben des Landes, dass sie sehr viel dort einwirken und diese freie Marktwirtschaft, wie wir halt 1990 diesen Wechsel gemacht haben, existiert in dem Sinne, wie ich halt heute sehe, nicht so. Dass der Staat zu viel in das Wirtschaftsgeschehen eingreift. Und bei den Wahlprogrammen ist es auch so, dass sich das nicht so groß ausspielt. Und in den letzten Jahren ist es ja auch immer so gewesen, dass viele Parteien immer in ihren Wahlprogrammen meistens dann auch immer solche soziale Zuwendungen einen großen Teil gespielt haben. Dieses Jahr sehen wir ja auch, dass zum Beispiel auf einmal im Wahljahr diese Gewinnausschüttung von den staatseigenen Bergbauunternehmen Edenstown Tofra ausgeschüttet werden. Das heißt, dieses Jahr haben wir im Februar die ersten Auszahlungen für 2022 erhalten. Es ist ja jetzt auch noch geplant, dass im April für 2023 diese Gewinnausschüttung stattfinden wird, was zweifach höher ist. Und das ist auch einerseits auch ein Zeichen, dass viel mehr auch durch, wie sagt man, solche geltliche Leistungen, dieser Wahlkampf versucht wird, diesen Wahlkampf zu gewinnen. Und in den Wahlprogrammen meistens ist da eigentlich sehr wenig. Letztendlich bei den letzten Wahlen war es ja auch so, dass die Mongolische Volkspartei eigentlich versprochen hatte, in den 21 Provinzen der Mongolei auch Unternehmen aufzubauen. 21 Produkte war ja auch eines der Wahltitel, die eigentlich die Volkspartei aufgestellt hatte. Aber wenn ich es heute nach 4 Jahren sehe, ist da eigentlich null, was geschehen ist in den Provinzen. Die Aufteilung in die Regionen nach Wahlregionen aufgeteilt wurde. Das heißt, dass es eigentlich keine, wie sagt man, wirtschaftliche Aufteilung in dem Sinne ist, sondern nur eine, wie sagt man, politische Aufteilung. Und politische Aufteilung in dem Sinne würde nichts bringen. Und ich denke, dass über die regionale Entwicklung hier in Ulaanbaatar diskutiert wird und nicht in den Regionen, weil es muss ja in den Regionen
Regionen, die Leute, die dort leben vor Ort, die wissen ja die Probleme und die Herausforderungen, die dort vorhanden sind, und die müssen das diskutieren und herausbringen und nicht von oben nach unten, wie sagt man, top down, dieses Approach, sondern es müssen die lokalen Leute vor Ort sagen, okay, das und das brauchen wir und das muss sich so entwickeln. Und in dem Sinne, diese zwei Faktoren, denke ich, wirken darauf aus, dass es sich fast nichts bringen wird. Und ich denke zum Beispiel, bei diesen Wahlkreisen ist es ja so, zum Beispiel, dass nur eine einzige Provinz allein dasteht, zum Beispiel Bayolgi. Es mag sein, dass es vielleicht bei den Wahlen ein Vorteil ist, aber wenn wir diese wirtschaftliche oder regionale Entwicklung reden, ist es ein Nachteil. Das gesamte Außenhandelsvolumen zwischen Deutschland und der Mongolei betrug 2022 ca. 180 Millionen Euro. Das strategische Rohstoffabkommen von 2011 hat bislang kein nennenswertes Ergebnis produziert. Gleichwohl gibt es gute Chancen für die deutsche Wirtschaft auch abseits des Rohstoffsektors, zum Beispiel in den Bereichen Bildung, medizinische Versorgung, Lebensmittelindustrie sowie Energie- und Wärmeerzeugung. Jedoch bestehen weiterhin große Herausforderungen für einen erfolgreichen Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern. Die fehlende Infrastruktur, die geografische Lage, ein extremes Klima, geringe Marktgröße und nicht zuletzt ein fragwürdiges Verständnis von Vertragstreue. Das Potenzial der deutsch-mongolischen Wirtschaftsbeziehung ist ja bei weitem nicht ausgeschöpft, um es gelinde auszudrücken. Was muss aus deiner Sicht passieren, damit wir das denn auch weiter ausbauen und damit beide Länder mehr davon profitieren, von dem immensen Potenzial, was eigentlich da ist? Ich denke, als erstes, was sich darauf auswirkt, ist natürlich das Investitionsklima oder die Investitionsrahmenbedingungen, die hier in der Mongolei vorhanden sind. Das heißt, wir müssen die Investitionsrahmen eigentlich auch, wie sagt man, nachhaltig oder langfristig verfolgen. Weil meistens ist ja auch hier in der Mongolei so, dass wir immer das, wenn irgendwelche Probleme auftreten, immer versuchen, an den Gesetzen zu ändern, was natürlich falsch ist. Meines Erachtens liegt das größte Problem in der Implementierung der Gesetze. Die Gesetze sind in dem Sinne okay, aber nur bei der Umsetzung, bei der Implementierung der Gesetze gibt es große Probleme, weil bei der Implementierung natürlich viele Ministerien, Agenturen und Behörden mitspielen und diese ihre eigenen Spielregeln aufbauen und diese immer ändern, was natürlich für Investoren immer sehr wie ein Schuss in den Rücken ist, wenn man immer andauernd diese Regeln umändert. B, ich denke, dass wir von der mongolischen Regierung auch unsere Projekte, die wir halt mit Deutschland zusammen implementieren wollen, konkret machen müssen. Das heißt, die mongolische Regierung muss ihre Hausaufgaben machen, weil wenn wir halt voriges Jahr diese gesamten Besuche sehen, was in der Mongolei auch einerseits auch großes Interesse zeigt, aber andererseits ist ja auch so, dass die mongolische Regierung an alle, wenn man das so sagen, an die polnische Regierung, an andere europäische hohe Besucher gesagt hatte, ja, wir wollen in den seltenen Erden mitarbeiten, aber in welchen Projekten, welche seltene Erden, wo die Projekte sind, und das muss man sehr, sehr konkretisieren, meines Erachtens nach, weil es ist auch so, dass man immer sehr relativ und generell immer die Regierung ihre Wunschliste immer spricht, aber diese immer nicht konkretisiert, und das ist das Problem. Würdest du denn sagen, dass das erneute Betonen der strategischen Partnerschaft jetzt nicht nur im Sinne der Rohstoffpartnerschaft, wie sie vorher bestand, sondern jetzt die gesamte Partnerschaft als strategisch zu bezeichnen oder aufzuwerten zwischen Deutschland und Mongolei, werden in diesem Zustand etwas ändern, deiner Meinung nach? Ich hoffe ja, weil andererseits ist es natürlich auch hier in der Mongolei das große Problem mit der Korruption. Und weil die meistens ja dann von den chinesischen, insbesondere Teil die chinesischen Firmen sind ja auch sehr bereit, diese Korruption immer zu zahlen, die verlangt wird. Und dadurch auch die mongolischen Beamten einerseits auch dies gewohnt sind. Und bei vielen Projekten ist es ja auch immer so, dass sie halt versuchen, sich, Eigeneinkommen zu vergrößern und nicht sozusagen bei den Projekten. Deshalb denke ich, dass wir auch sehr viel bei der strategischen Partnerschaft auch konkrete Projekte sehr stark und mit
starke Hand diese durchsetzen müssen und auch diese auch sehr stark, sehr gut Monitoring und diese Evolution machen müssen, ob die implementiert werden, wo die Probleme liegen und diese auch immer sehr transparent, wenn es möglich ist, auch umsetzen. Ansonsten denke ich, ist es auch ein Problem hier. Vielen herzlichen Dank für das Interview und vielen herzlichen Dank für die Bereitschaft, an diesem doch recht frischen Tag mit uns hier draußen zu sein. Vielen Dank für die Einladung.